Nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager wollte er eigentlich wieder in seinem gelernten Beruf als Fotograf arbeiten. Doch die Fotos, die Wilhelm Brasse im Auftrag der Nazis in Auschwitz aufnehmen musste, machten das unmöglich. 5 Jahre lang war Wilhelm Brasse der Lagerfotograf. Seine Aufgabe, KZ-Neuankömmlinge zu porträtieren. Was wie eine bürokratische Formalie aussah, wurde schnell zu einer Dokumentation des Grauens. Über den unfreiwilligen Dokumentar, inzwischen 88 Jahre alt, ist nun selbst eine Dokumentation gedreht worden, die heute beim Hamburger Filmfest zum ersten Mal in Deutschland gezeigt wurde. Florian Barth. Großer Rummel ist ihm eigentlich unangenehm. 4 Jahre lang war Wilhelm Brasse KZ-Häftling in Auschwitz. Jetzt geht er über einen roten Teppich in einen Film, der seinen schlimmsten Lebensabschnitt dokumentiert. 1940 wird er als polnischer Soldat von den Deutschen verhaftet und nach Auschwitz transportiert. Der 22-Jährige mit der Häftlingsnummer 3444 ist ausgebildeter Fotograf. Deshalb zwingt ihn der Lagerkommandant, die Neuankömmlinge zu fotografieren für die KZ-Kartei. Meist waren es die letzten Bilder, die diese Menschen lebend zeigen. Die Mädchen haben das überhaupt nicht gewusst. Und ich war im ganzen Bewusstsein, dass sie nach dieser ganzen Aufnahme sofort werden vernichtet. Insgesamt 50.000 Mal musste Wilhelm Brasse auf den Auslöser drücken. Alte, junge, Frauen, Männer, Kinder, angezogene Nackte. 50.000 Mal sah er Angst und Scham in ihren Gesichtern. Das waren am meisten Mädchen, junge Mädchen, am meisten 15-, 18-Jährige. Die haben sich geschämt. Sie wollten, für sich war das sehr peinlich, vor einem Mann sich herausziehen und so weiter. Zwischendurch zitieren ihn die KZ-Aufseher zu sich, wollen von ihm Porträts im Postkartenstil. Für den Gruß an die Familie daheim. Auch KZ-Arzt Mengele war darunter. Er befahl ihm, seine Menschenversuche zu dokumentieren, deren Grausamkeit der Fotograf bis heute nicht vergessen kann. Für mich war das etwas Schreckliches, überhaupt nicht zu verstehen, weil sowas habe ich in meinem Leben überhaupt noch nicht gesehen. Und das habe ich gedacht, wo ist der Gott? Wo ist der Gott, dass er erlaubt auf solche Schrecklichkeiten? Kurz vor der Befreiung des Lagers wollten die Nazis alle Fotos vernichten. Viele Bilder sind verbrannt, einige konnte Wilhelm Brasse retten und fühlte sich dennoch mitschuldig an dem, was er dokumentiert hatte. Habe ich doch Angst gehabt, weil ich war überzeugt, dass als Zeuge solche Sachen, da kann ich ja später auch umgebracht werden. Nach dem Krieg hat der heute 88-Jährige nur noch einmal eine Kamera in die Hand genommen. Doch nach Auschwitz war für ihn das Fotografieren unerträglich geworden.